Mein Team stellt Leute ein. Ich bin jetzt seit einer knappen Woche am Bodensee hier unten, arbeite aus dem Homeoffice, hänge extrem viel am Telefon. Ich merke auch, also dieses Handy, das ist mein scheiß Büro und nicht dieser Laptop. Ich denke immer, wenn ich wegfahre, der Laptop, der Laptop, der Laptop, aber es ist das Handy. Weil die meiste Kommunikation übers Handy stattfindet, über Slack und über WhatsApp. Mails mache ich noch am Rechner. Und vor allem die Telefonate, die tatsächliche Kommunikation findet über dieses Handy statt. Weil wir extrem wenig Skype und Co. nutzen auch. Typisch Deutsch telefonieren. Ja, unsere Leute stellen Leute ein. Ich bin jetzt seit einer knappen Woche hier unten und in der Zeit wurden jetzt schon zwei Leute ausgesucht, die anfangen sollen. Und das am Montag werden tatsächlich drei, so wie es aussieht, drei neue Mitarbeiter bei uns starten. Annie, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Ich habe sie noch gar nicht persönlich kennengelernt eben. Dann Annika und Mike, den habe ich kennengelernt. Drei Leute, drei Menschen für drei verschiedene Bereiche, einmal Lektorat, einmal Text, einmal Projektmanagement. Damit holen wir uns echt, ich würde sagen, einen großen Schritt, damit tun wir einen großen Schritt in der internen Unterstützung und Entlastung. Und wir geben gerade ziemlich Vollgas und ich weiß auch nicht, jetzt ist mega spannend, dass jetzt. Klar, ich bin irgendwo daran, also ich treffe natürlich die Entscheidung, ob überhaupt eine Stelle besetzt werden kann. Die Entscheidung ist natürlich noch bei mir und mache dann auch das Vertragliche hinten raus mit den Neuen jetzt. Aber alles dazwischen wird tatsächlich wurde jetzt von Anni, Julian und Manni soweit entschieden. Und ich bin ziemlich stolz auf das Team, das jetzt auch zu seinem eigenen Wachstum beiträgt. Und ja, bin vor allem mega gespannt jetzt, wenn ich im September wieder im Büro bin, wie die Stimmung ist. Weil du hast halt, also ich meine, bei 20 Leuten, die im Büro sind, oder bei knapp 20 Leuten, wenn du da drei neue reinschmeißt, hast du gleich 10, 15% neu da drin. Das heißt, die Stimmungslage ändert sich, ich weiß nicht, ob sich die Witze ändern oder was auch immer sich ändert. Auf jeden Fall hatte ich diese Situation noch nie. Finde es ein bisschen aufregend. Werde dann in einer neuen Situation landen und bin schon gespannt, wie es aussieht, wie die Leute arbeiten, wie sie drauf sind. Ich werde nochmal mit allen telefonieren jetzt in der Zwischenzeit oder skypen, die Verträge abschließen. Und ja, so viel zum Thema Delegieren. Also es funktioniert und es funktioniert auch mega gut die erste Woche jetzt hier unten. Ich mache das Wichtigste in meinen circa 8 Stunden, die ich am Tag arbeite. Baller jetzt auch noch ein paar Videos raus und bin immer wieder gespannt eigentlich auf den nächsten Tag, was für Neuigkeiten auf mich zukommen, weil ich die halt nicht mehr so hautnah miterlebe. Jo.